Hey meine Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal ein Video in anderer Art und Weise, sag ich mal. Kein Weg des Champs heute, aber etwas, was schon lange, lange überfällig ist. Und zwar vor meinem Umzug hat die gute Pokémon Company mir zwei Pakete zugeschickt. Oder ein Paket und das zweite kam ein bisschen später und bis jetzt habe ich es einfach nicht geschafft, wegen dem Job die zu öffnen. Deswegen wollen wir uns das heute einmal anschauen. Einmal haben wir hier dieses Special Secret Paket, möchte ich fast schon sagen. Ich habe das so bekommen und dachte mir, was ist das? Ist eine Box rausgekommen, von der ich nichts weiß? Was ist das? Deswegen habe ich auch schon reingeguckt und musste mich darauf vorbereiten, was uns hier erwartet. Und das war noch nicht alles, meine Lieben. Wir haben auch noch ein süßes kleines Paket, was ich auch schon aufgemacht habe. Das heißt, es wird kein Wow-Effekt geben, sondern ich weiß, was uns erwartet und deswegen schauen wir uns die Produkte jetzt ganz genau an. Lieben Dank an der Stelle hier an die Pokémon Company, die mir die Pakete zur Verfügung gestellt haben und mich das öffnen lassen. Vielen lieben Dank, Liebe geht raus. Und meine Lieben, wir schauen uns jetzt diesen krassen Pokéball an. Pass auf! Das ist so genial. Als ich das gesehen habe, dachte ich, was ist das? Hallo Trainer, wir haben hier einen kleinen Brief. Eine völlig neue Pokémon-Sammelkartenspielerfahrung. Deiner Raid. Sehr, sehr, sehr stark. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen. Es gibt eine neue Art zu spielen. Eine Deiner Raid-Variante von Pokémon TCG. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Idee von diesen Deiner Raids sehr, sehr, sehr cool. Und wir werden das auch definitiv live testen. Heute Abend werde ich zusammen mit dem guten Stefan und dem guten Marco, aka Marcimon, einen Livestream hier auf YouTube machen. Und wir werden diesen Deiner Raid testen und wir werden zusammen spielen. Ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen älter und viele haben es vielleicht schon gemacht. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Variante so findet. Würde mich mal sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Wir haben ja auf jeden Fall eine kleine Anleitung dabei. Alles, was man wissen muss zum Spielprinzip. Ihr könnt euch die Produkte auch selber online ausdrucken. Ihr könnt euch die Giga Dynamax XXL Karten ausdrucken, um das dann zu Hause gemeinsam zu spielen. Wir haben hier in diesem Paket eine riesengroße Spielunterlage. Sieht ultra stark aus. Schaut euch das an. Mega, mega cool. Ich hoffe sehr, dass wir das richtig gut auf dem Bildschirm raufbekommen werden. Und damit ihr auch das ganze Spielfeld sehen könnt. Passend dazu haben wir, ich zeige es mal hier, weil die so groß ist, dass sie gar nicht in meine Kartencam passen, die Giga Dynamax Pokémon. Zu denen gehören drei unterschiedlich starke Pikachu Giga Dynamax V-Max Pikachus. Sehr, sehr cool. Karl Malm, ich sag's schon wieder. Karl Malm ist auch dabei, auch in drei unterschiedlichen Stärkeklassen. Und Pokusan V-Max ist auch dabei mit drei unterschiedlichen Stärkeklassen. Was sind das bitte für ultra coole Sammelspielkarten? Ihr könnt euch die online ausdrucken. Den Link dazu habe ich bei mir in die Beschreibung verlinkt. Des Weiteren haben wir drei exklusive Promokarten, die es so nicht gibt. Und zwar haben wir dieses wunderschöne Holo-Pikachu, Pokusan, wie soll es anders sein? Und vielleicht ahnt der ein oder andere, was das dritte Pokémon sein wird, Karl Malm. Das sind unsere drei Pokémon, mit denen wir antreten werden. Aber da so ein Giga Dynamax-Pokémon ja ziemlich stark ist, haben wir noch zwei Booster aus Flammende Finsternis, die wir gleich öffnen werden, um noch das ein oder andere Pokémon mit antreten lassen zu können. Zu jedem Spiel, wie wir es wissen, gehört eine wunderschöne Coin dazu. In diesem Fall ist es eine schöne Kyogre-Coin, die dann Kopf oder Zahl darstellt. Anders als bei dem normalen TCG-Spiel, wie wir es kennen, dass man selber sagt, was man einsetzt oder womit man angreift oder was für Schaden man zurückbekommt, ist es bei diesem Deiner Raid ein bisschen anders. Hier haben wir nämlich gewisse Boss-Attacken-Karten, die uns sagen, wie wir zu spielen haben. Finde ich sehr interessant. So ist es so ein bisschen random und ein bisschen Glück, wie viel Damage jeder bekommt oder welche Attacke wir aushalten müssen als Team. Man spielt es ja als Team. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und wir haben die Anfeuerkarten für den Fall, dass ein Teammitglied kampfunfähig wird.
ziemlich starke Fähigkeiten. Heile allen Schaden bei einem Pokémon. Oder ein Pokémon deiner Wahl fügt während dieses Zuges doppelten Schaden zu. Und diese kannst du dann auch random ziehen aus dem Stapel. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Da kommt auf jeden Fall so ein bisschen Spannung auf in dem Spiel. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind Schadensmarken, damit man weiß, wie stark ist das eigene Pokémon verletzt. Oder der Deiner Raid-Boss, genauso wie die K.O.-Karten. Wir werden jetzt aber nochmal die beiden Booster hier öffnen und hoffen, dass wir noch das ein oder andere gut nutzbare Pokémon ziehen, damit wir den Deiner-Boss besiegen können. 4 nach vorne und wir starten mit einer Feuerenergie. Psycho. Wir haben den Rose Tower, Ursaring, Lamelux, Visor, Galaflampion, Slimer, Lavita, Schnuthelm, nein, Toxel in Reverse und immerhin eine weitere Holo, ein Hooper. Zweites Pack, zweite Chance. Mal sehen, ob wir nochmal so einen richtigen Premium-Hit bekommen, mit dem wir antreten. Aber Leute, das war's ja nach diesem hier noch nicht. Wir haben eine Feuerenergie, Dickdri, Grillcheater, Hitzeenergie, Pummeluff, Knackleon, Flemly, Micro, Teddiosa, Vegimak und ein Fruyal. Sind auf jeden Fall Pokémon, mit denen wir gut antreten können und die unser Team auf jeden Fall bereichern werden. Kommen wir jetzt aber zum zweiten Paket. Wir haben hier ein kleines Schmuckstück und zwar habe ich hier etwas oder sagen wir mal so, die Pokémon Company hat etwas beigelegt, was für euch ist. Erstmal haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Booster Flammende Finsternis. Also wenn das mal jetzt kein Handvoll Glurak wird, dann weiß ich auch nicht. Die habe ich nämlich immer noch nicht gezogen. Und wir haben 2 Themendecks aus Flammende Finsternis. Leute, und die könnt ihr gewinnen. Eins werde ich hier auf YouTube verlosen und eins werde ich auf meinem Instagram-Account verlosen. Beantwortet mir dafür einfach folgende Frage in den Kommentaren oder auf Instagram mit dem Hashtag Gewinnspiel. Und zwar, welches ist deine Lieblings-Gala-Form? Schreibt es in die Kommentare mit dem Hashtag Gewinnspiel und dann wünsche ich euch ganz viel Glück. Der Gewinner hier auf YouTube muss mir dann bitte eine E-Mail schreiben mit all seinen Kontaktdaten, damit ich euch das zusenden darf. Teilnahme wie immer natürlich ab 18, wer jünger ist, mit Einverständniserklärung der Eltern. So meine Lieben, aber wir wollen Booster-Action sehen. Wir wollen Glurak ziehen. Viele von euch haben schon einen Glurak gezogen. Ich habe auch schon viele andere YouTuber gesehen, die Glurak gezogen haben. Und bitte, ich hoffe, dass die Pokémon Company mir Packluck eingepackt hat. Das wäre einfach ein Träumchen. Wir haben ein wunderschönes Eneko, ein Klick, Pummeluff Reverse und ein Hippopotamus. Mich würde wie gesagt auch sehr eure Meinung zu diesen Deiner Raids interessieren. Da leider ja zurzeit keine Turniere stattfinden, finde ich das ziemlich cool, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich so in der Familie oder zu Hause mit diesen Unterlagen, mit der Spielunterlage hinzusetzen und einfach zusammen wie auf einem Pre-Release-Turnier zum Beispiel oder auf einem anderen Turnier einfach ganz normal. Ein Kangama Holo. Ein bisschen dieses Turnier-Feeling zurückbekommt. Ich muss auch sagen, mir fehlen die Pre-Release-Turniere sehr. Ich war bisher erst auf einem einzigen, aber das hat so viel Spaß gemacht. Gegen wildfremde Leute über Pokémon quatschen, sich mit denen hinsetzen, gegen die zu kämpfen. In meinem Fall mehr oder weniger gut, weil ich eine blutige Anfängerin bin. Aber das hat also einfach so dieses Feeling unter diesen, ich sag mal, gleichgesinnten Leuten zu sein. Das hat einfach so viel Spaß gemacht und ich freue mich so sehr, sobald wir das wieder erleben dürfen. Rihonyo V! Sehr, sehr cool. Ich würde mal sagen, Packluck ist am Start. Vielleicht können wir das ja auch für die Deiner Raids benutzen. Da werde ich mich aber nochmal schlau machen, ob es nicht ein bisschen overpowered ist, weil bei den Deiner Raids ist es tatsächlich so, je stärker die Pokémon sind, mit denen ihr im Team antretet, desto stärker ist auch der Deiner Raid Boss. Also man sollte es sich vielleicht nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist. Ich bin super gespannt. Ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da heute Abend fleißig mitfiebert und fleißig dabei seid. Und weiter geht's mit dem nächsten Booster. Wir haben auf jeden Fall noch nicht so einen richtigen Glurak
So, Glurak hat uns irgendwie, seitdem verborgenes Schicksal rauskam, überhaupt hat Glurak uns bis auf ein einziges Mal in Evolution noch nie wieder beehrt. Das war sehr, sehr traurig. Und die Pin-Kollektion, die ich damals geöffnet habe in diesem Video, wo dieses Glurak drin war. Quapsel, Tangela, Traumato. Nein, oh mein Gott, Leute! Wow! Die kam nicht mal von mir. Da könnte ich hier... Also, wenn wir Glurak ziehen, dann definitiv aus einer Box von jemand anderem und nicht aus den Boxen, die ich mir selber besorge. Wir haben Stahlenergie, Kraftenergie, Ness, Hypnomorba, Meltan, Laukaps, Fatality, Toxel und ein Skoppel, was keine Lust hatte, gezeigt zu werden. Ein Bitorer. Nani? Ein Bitorer. Oh mein Gott, und ein habe ich zu Eneko gerade ernsthaft Bitorer gesagt? Oh mein Gott! Es tut mir so leid! Und ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Bitorer ist überall. Bitorer ist überall. Oh mein Gott. Und Mew, es tut mir so leid. Mew ist einfach völlig in den Hintergrund geraten gerade. Was war das denn? Okay, Leute, das war's. Das war's einfach. Das hat gereicht jetzt. Ich muss einen Arzt aufsuchen. Irgendetwas. Ich habe die Bitorer-Pest oder sowas. Also, ich glaube, wir müssen ganz dringend starke Konsequenzen treffen. Kann man das so sagen? Das kann so nicht weitergehen. Bitorer schleicht sich überall ein. Jetzt ist es schon völlig in meinem Kopf verankert. Wow, stark, ein Pestkrakon habe ich auch noch nicht gesehen, soweit ich weiß. Und wenn, dann nur ein einziges Mal. Sehr, sehr nicht schönes Pokémon. Ich bin ganz ehrlich, es ist nicht schön. Warum haben sie ihnen denn die Route abgeschnitten? Das hätte so schön ausgesehen. Das hätte ein so episches Fossil-Pokémon sein können. Aber das, ich verstehe es nicht. Ich war auch der festen Überzeugung, dass wenn man die in den Spielen sammelt, dass man jeweils den Kopf und den Torso bekommt. Plus Route und nicht ohne Route. Oder dass man noch ein drittes Fossil dazu bekommt. Oder ganz kunterbunte, ich meine, sie sind kunterbunt, aber so zusammenbasteln kann. So, aber dass die dann nur so halb fertig sind, das hat mich so ein bisschen schockiert, bin ich ganz ehrlich. Ein hart am chillendes Ampharos. Und Leute, wir haben noch zwei Booster. Zwei Booster, in denen wir jetzt nochmal so einen richtig schönen Premium-Hit ziehen könnten. Drückt mir die Daumen. Wir starten mit einer Kampfenergie. Oh, das war schon mal sehr, sehr gut. Vielleicht bedeutet das Packluck für uns. Acrostella, Dummiesel, Pummeluff, Gefudo, Eleko, Golbit, Trikefalo Reverse und ein Cleopatra. Hello darkness, my old friend. Last Pack Magic. Meine lieben Leute, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Nein, wir werden erstmal dieses Booster. Ich wollte jetzt so ganz episch irgendwie so einen beendenden Übergang machen, aber nein, wir werden uns das letzte Booster gönnen. In aller Ruhe. Und noch auf den letzten Hit hoffen. Diese Stolonir ist so ultra cute, wie es auf diesem Stein hervorlookt. Acrostella, Gelatini und ein Staraptor. Schade, so krasse Hits waren leider nicht dabei. Aber meine Lieben, schaltet heute Abend auf YouTube ein. Schaltet euch eine Erinnerung ein, wann der Stream startet. Das müsste eigentlich schon angekündigt sein, dass ihr das sehen könnt. Und dann freue ich mich, wenn wir heute Abend die Dynaraid-Pokémon besiegen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wenn ihr am Gewinnspiel mitmachen wollt, denkt dran, Frage beantworten, Hashtag Gewinnspiel in die Kommentare oder folgt mir auf Instagram, falls ihr da mitmachen wollt. Vielen lieben Dank auch nochmal an die Pokémon Company fürs Ermöglichen dieses Gewinnspiels und überhaupt fürs Ermöglichen dieses Videos. Ich freue mich sehr auf heute Abend und bis dann, meine Lieben. Ciao!